Die E3 steht vor der Tür und auch dieses Jahr gibt es für mich wieder so einige Dinge, auf die ich mich freue. Also, let's go! Ich beginne dieses Video mal direkt mit einer kontroversen Meinung. Ich fand Red Dead Redemption besser als jedes GTA. Eine unglaublich coole Open World mit einer super Story und wirklich unvergessbaren Charakteren. Das ganze Spiel war für mich wirklich bis zum Ende ein einziger Ritt. Ich weiß, dass es bisher noch sehr wenig Handfestes gibt und das Spiel eigentlich noch gar nicht offiziell angekündigt ist, aber es gab bereits diverse Hints, Stellenausschreibungen und so weiter und ich hoffe einfach mal drauf. Das wird super, Red Dead Redemption 2, yeah! We are travelers. Constantly moving forward. Unendliche Weiten. Coole Charaktere und eine epische Story. Drei super Spiele haben wir von BioWare bereits bekommen und letztes Jahr gab es bereits den ersten Teaser zu Mass Effect Andromeda. Neue Galaxie, neue Welten, neue Charaktere. Kurz, alles neu. Ich persönlich fand Mass Effect einfach immer super und hoffe sehr, dass wir dieses Jahr etwas Gameplay oder zumindest einen richtigen Trailer zu Mass Effect Andromeda bekommen. In Anbetracht der Tatsache, dass das Spiel 2017 rauskommen soll, ist das denke ich auch gar nicht so unwahrscheinlich. Ach, ich freue mich. Mit Halo Wars hat Ensemble Studios damals ein super RTS für die Xbox 360 entwickelt. Nach langem Warten wurde dann auf der letzten E3 auch endlich eine Fortsetzung angekündigt. Da es Ensemble Studios leider nicht mehr gibt, hat Microsoft jetzt also das renommierte Studio Creative Assembly an Halo Wars 2 gesetzt. Die haben mit der Total War-Reihe bereits bewiesen, dass sie wissen, wie man ein gutes Strategiespiel am PC entwickelt. Doch wie werden sie sich an der Konsole schlagen und wie genau wird Halo Wars 2 aussehen? Wird sich das Gameplay eher an den ersten Teil oder doch eher an die Total War-Reihe anlehnen? Ich gehe stark davon aus, dass wir auf dieser E3 viele dieser Fragen beantwortet bekommen werden und auf jeden Fall ein wenig Gameplay zu sehen bekommen. Super! Hunt 'em down. 2013 hat CD Projekt Red plötzlich einen der gefeiertsten Trailer der letzten Jahre rausgehauen. Cyberpunk 2077 soll das Rollenspiel heißen, das in einer dunklen Zukunft spielt. Mich erinnert der Trailer immer ein wenig an Blade Runner. Mit Witcher 3 hat CD Projekt Red im letzten Jahr eines der besten Fantasy-Rollenspiele der letzten Jahre und manch einer würde sogar so weit gehen und sagen, aller Zeiten rausgebracht. Nun steht der Release des zweiten und wohl vorerst letzten großen Witcher 3 DLCs Blood and Wine vor der Tür und CD Projekt Red hat 2015 bereits gesagt, man wolle sich nun mit verstärkter Aufmerksamkeit Cyberpunk 2077 zuwenden. Ich bin gespannt und hoffe stark, dass wir auf dieser E3 ein paar Neuigkeiten zu dem Projekt bekommen. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, was Microsoft in Bezug auf die Halo-Reihe für das nächste Jahr geplant hat. 2017 wird Halo 3 10 Jahre alt. Oh scheiße, ich werde alt. Und es besteht die Möglichkeit, dass wir Halo 3 Anniversary bekommen. Viele Fans halten das allerdings für unwahrscheinlich, da Halo 3 schon ein kleines Update in der Master Chief Collection bekommen hat und auch immer noch akzeptabel aussieht, da es damals auf der 360 erschienen ist. Doch was hat Microsoft dann vor? Werden wir einen ganz neuen Ableger der Reihe bekommen? Halo ODST 2, Halo Harvest oder Halo 5 The Arbiter. Wenn ihr mehr zu diesen Titeln sehen wollt, dann schaut euch doch das oben rechts oder in der Videobeschreibung verlinkte Video von mir dazu an. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, dass wir einfach mal ein Jahr lang keinen Halo-Titel bekommen. Ich denke allerdings nicht, dass Microsoft sich ein Jahr ohne Halo gefallen lässt. Dementsprechend bin ich sehr gespannt und jüngste News lassen auch noch die Vermutung aufkommen, dass sie eventuell noch einen Halo 5 PC-Release planen oder ankündigen wollen. Aber dafür wäre 2017 eventuell bereits zu spät. Es bleibt also spannend. Aber auch abgesehen von den bereits genannten Titeln gibt es auf dieser E3 einige Sachen, die mich sonst noch interessieren. Es kommt ein neues Star Wars Spiel von Visceral Games. Battlefield 1 hat tatsächlich ein interessantes Setting, wobei die Wahrscheinlichkeit, dass sie es nach Battlefield 3, 4, Hardline und Battlefront nicht in den Sand setzen, relativ gering ist. Aber hey, am Ball bleiben kostet nichts. Und auch sonst sind noch so einige interessante Sachen in der Pipeline. The Last Guardian, Gears of War 4 und.
Worauf freut ihr euch am meisten? Was sind eure Vermutungen? Schreibt es mir doch in den Kommentaren und falls ihr mehr über die Möglichkeit von zukünftigen Halos am PC wissen wollt, dann schaut euch doch das hier verlinkte Video von Quert dazu an. Ansonsten bis zum nächsten Mal hier bei Sig Enterprises.